danach dann die Papiere auch noch einmal föhnen könnten, wird es auch helfen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrte Volksvertreterin des Problembundeslands in Sachen Polizei und Justiz. Das war ein Zitat aus dem SPD-Antrag. Der Rechtsstaat in Hessen ist offensichtlich unter Druck. In der Gemengelage zwischen Rechtsextremisten in der hessischen Polizei, dem Versagen der Behörden im Zusammenhang mit dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, den vergeigten Ermittlungen rund um die Drohschreiben seitens NSU 2.0, gehört jetzt auch noch ein Korruptionsskandal in der Staatsanwaltschaft. Ausgerechnet eine Korruptionsaffäre in der Staatsanwaltschaft, die Korruption im Gesundheitswesen verfolgen sollte. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, Sie kommen in Ihrem Antrag zu dem Schluss, ich zitiere aus Ihrem Antrag, der Rechtsstaat funktioniert. Meine Damen und Herren, geht's noch? Hut ab vor Ihrer Effizienz, Zielgenauigkeit und Geschwindigkeit, dass Sie just eine Minute, bevor wir diesen Tagesordnungspunkt gerade aufgerufen haben, nach wochenlangen Reden darüber, Berichten in den Medien, einer Sondersitzung des Rechtsausschusses, den SPD und wir beantragt hatten, eine Minute bevor dieser Tagesordnungspunkt hier aufgerufen wird, wird dann ein Antrag von Ihnen auf die Tagesordnung genommen. Das nenne ich zielgenau, Hut ab dafür. Mal unabhängig von der Lobhudelei, die Ihren Anträgen ja sowieso immer inne liegt und leider, muss ich sagen, auch der Justizministerin eigen ist, will ich mal deutlich machen. Was jetzt geschehen muss, ist, Verantwortung dafür zu übernehmen, was schiefgelaufen ist, klarzulegen, was geändert werden muss. Und dazu muss eine schonungslose Offenlegung aller Verfehlungen, die bisher schon bekannt sind. Und ich schließe mich meinem Vorredner an. Wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht mal alles, was bekannt ist. Das muss trotzdem schonungslos offengelegt werden und vor allen Dingen dann verändert werden. Und ich sage noch einmal ganz deutlich, Frau Ministerin Kühne-Hörmann, politisch ist das Ihre Verantwortung. Es geht nicht um die Unabhängigkeit der Justiz, sondern es geht um Ihre Aufsichtsverantwortung für die Staatsanwaltschaft. Der jetzt in Untersuchungshaft sitzende Oberstaatsanwalt Alexander B. hat von seinen eigenen Ermittlungen finanziell profitiert. Und dass das möglich war, das ist eine Frage der Organisation innerhalb der Staatsanwaltschaft gewesen. Stichwort, es ist schon gefallen, das Vier-Augen-Prinzip. Meine Damen und Herren, wenn Sie mir jetzt aufschreiben oder uns allen aufschreiben, das war für Sie vollkommen überraschend und undenkbar, dass so jemand korrupt wird. Na, entschuldigen Sie mal bitte, genau deswegen ist im internationalen Maßstab das Problem Korruption erkannt, und eine Maßnahme, um das abzuweisen, ist das Vier-Augen-Prinzip bei der Vergabe von Aufträgen. Warum wurde das hier in Hessen nicht angewendet? Das müssen Sie einmal erklären. Und ich sage noch einmal ganz deutlich, die Verantwortung hierfür liegt ganz klar im Justizministerium und damit am Ende bei Frau Kühne-Hörmann. Wir brauchen hier viel transparentere Verfahren. Nun weiß ich auch, dass so mit der Transparenz in der CDU zwei Welten begegnen sich nach wie vor ist. Nun wissen wir auch, bei der Polizei weiß keiner so, wer welche Datenabfragen macht. Und jetzt haben wir festgestellt,
So in der Staatsanwaltschaft weiß man 15 Jahre lang nicht so wirklich, wieso immer wieder dasselbe oder dass überhaupt immer wieder dasselbe Unternehmen beauftragt wird. Das ist ungefähr das andere Ende von Transparenz. Deutlicher will ich da nicht werden. Aber wir müssen, und das ist unsere Aufgabe als erste Gewalt in diesem Staat, wir müssen auf diese strukturellen Probleme hinweisen, und wir müssen ganz klar sagen, wer heute noch vermutet, das sind bedauerliche Einzelfälle, der hat den Schuss nicht gehört. Dieses Wort will ich auch in diesem Zusammenhang nie wieder hören. Wenn keine Kontrollmechanismen vorhanden sind, dann muss ich noch nicht mal Kontrollmechanismen umgehen und dann die Vermutung auszusprechen. Das wäre ein Einzelfall, wenn man davon profitiert, dass es Kontrollmechanismen nicht gibt, der ist blauäugig oder ich weiß nicht, mehr sage ich lieber nicht. 15 Jahre konnten diese Machenschaften andauern und würden auch immer noch andauern, das muss man in dem Zusammenhang ja auch noch einmal sagen, wenn nicht aus dem privaten Umfeld des Beschuldigten eine Anzeige erfolgt wäre. Es ist ja nicht so, dass innerstaatsanwaltschaftliche Ermittlungen das aufgedeckt hätten, sondern es ist eine Anzeige aus dem privaten Umfeld des Beschuldigten gewesen. Uns ist auch klar, die Ermittlungen laufen noch, aber wir müssen doch jetzt die Frage stellen, inwieweit die Möglichkeit der Bereicherung an einem Verfahren auch Einfluss hatte auf die Verfahren bzw. den Abschluss des Verfahrens. Es ist nun einmal Wesensbestandteil von Korruption, dass man versucht, Fälle herzustellen, an denen man verdienen kann. Und deswegen muss dringend überprüft werden, ob die bereits abgeschlossenen Verfahren wieder aufgenommen werden müssen. Es müssen Zeugenvernehmungen bei den damaligen Beschuldigten erfolgen, deren Verteidigern. Es heißt ja auch in den Medien zumindest, dass Alexander B. Druck ausgeübt habe, damit die Beschuldigten der Einstellung von Verfahren mit Auflagen zustimmen. Wir wollen, dass das dringend aufgeklärt wird, damit auch an der Stelle kein Zweifel bleibt, dass irgendwann hoffentlich mal wieder die hessische Justiz funktioniert. Die erstatteten Gutachten müssen selbstverständlich inhaltlich geprüft werden, um den ganzen Schaden zu ermessen. Auch hier muss Licht in das Dunkel. Und ich schließe mich der SPD voll inhaltlich an, um den ganzen Schaden zu ermessen, der auch der Staatskasse entstanden sein kann durch überteuerte oder vielleicht auch unnötige Gutachten bzw. Gutachtenerstattung, fordern auch wir das Einschalten des Landesrechnungshofs. Meine Damen und Herren, ein letzter Gedanke. Bei all dem, was uns jetzt klar bewusst wird, was wir für ein Problem mit der Gutachterbeauftragung mindestens des Alexander B. haben, will ich ganz deutlich sagen, ich stelle nicht das Gutachterwesen prinzipiell infrage. Da unterscheiden wir uns von den Positionen, die Herr Kummer hier vorgetragen hat. Aber wir müssen sicherstellen, dass die Gutachtenvergabe sauber erfolgt und dass sich dann die Gerichte, die aufgrund der Gutachten urteilen, sich auf die Sauberkeit und inhaltliche Richtigkeit der Gutachten verlassen können. Das muss wiederhergestellt werden. Ich bedanke mich.